Stucky Sound. Poochie. Hallo und herzlich willkommen bei lockergrillen.de. Heute gibt's Hase. Und zwar Hase aus dem Dutch Oven. Das wird schön geschmort, ein bisschen Gemüse und so. Ist mal ganz neu. Ich habe noch nie Hase gegessen, noch nie geschweige denn gemacht. Dutch Oven ist vorgeheizt, zeige ich euch gleich. Jetzt kommt ein bisschen was. Also ich habe jetzt, weil es heute ein bisschen regnet, habe ich nicht alles rausgeholt, sondern hole es mal Stück für Stück raus. Jetzt im Moment haben wir hier schon ein paar Sachen liegen, dass wir so anbraten können und sowas. Zeige ich euch gleich. So, zuerst der Dutch Oven, der schon ultra heiß ist. Ich habe hier alles voll gemacht mit Kohle unten drunter. Also da ist der ganze Boden ist voll, dass es schön heiß wird zum Anbraten. Und dann brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter, Salz, Pfeffer und der Haas. Der Haas ist schon zerkleinert ein bisschen. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt salzen, pfeffern und dann wird es schön scharf angebraten in dem Dutch Oven. So, dann legen wir mal los. Ja, ich würde mal sagen, verteilen wir das alles so ein bisschen hier. Und dann geht's ab. Salz. Pfeffer. Umdrehen. So, dann würde ich sagen, Dutch Oven auf. Wir nehmen, qualmt doch schon ganz gut. Und ja, jetzt tun wir mal die Butter rein. Sehen wie die. So, und dann so ein bisschen Olivenöl, würde ich mal sagen. Jetzt warten wir, bis es heiß ist. Und dann kommt Stück für Stück der Haas rein. So, der Hase ist draußen, der ist ein bisschen angebraten jetzt. Der Satz ist noch unten drin und jetzt kommt gleich das Gemüse, ich muss ein bisschen beeilen, sonst verbrennt mir das ganze Zeug da drin. Jetzt kommt das ganze Gemüse dran, das ist einmal Sellerie, Porree und Karotten, Zwiebeln und Petersilie frisch, Gewürze, Thymian und Rosmarin. Das kommt jetzt alles rein, wird auch schön angebraten, dann kommt wieder alles zusammen, dann kommt noch Brühe dran und dann geht's ans Schmoren. Ja, ich schwenke jetzt gerade mal so über alles, was reinkommt und dann geht's los. Bis gleich. Da ist der Haas, schön angebraten, Sellerie, Zwiebeln, Karotten, Porree, Knoblauch ist da auch noch da an der Seite, Thymian, Rosmarin und ein bisschen Petersilie. So, der Ofen qualmt schon, gleich geht's los. So, und jetzt sind wir schon fast fertig beim Hinzufügen, noch nicht fertig mit dem Kochen, sondern beim Hinzufügen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, Gemüse ist jetzt soweit gerade am ein bisschen anbrutzeln.
Jetzt kommen noch wieder der Haas dazu und dann noch die Dings, die Gemüsebrühe und dann eine Stunde warten. Dann mache ich jetzt noch ein paar Kohle. Ich habe gesehen, unten die Briketts, die burnen jetzt gar nicht so, also es ist nicht so ultra heiß. Die lasse ich jetzt gerade so unten, mache ich noch ein paar oben drauf, dass oben noch ein bisschen Hitze kommt und dann schauen wir mal, schmoren, schmoren, schmoren. Hallihallo. Jetzt sind schon mal die ersten 10 Minuten rum. Ich habe jetzt noch ein bisschen Brühe nachgemacht. Die kippe ich jetzt noch rein. Dann rühre ich schon mal das erste Mal um. Können wir mal schauen, wie es, ob sich schon was verändert hat drin. Ich denke mal nicht, ersten 10 Minuten passiert nichts, aber schauen wir mal zusammen rein. Es ist soweit. 1:20 habe ich es gelassen und es ist fertig jetzt. Sieht super aus. Und ja, jetzt holen wir es mal raus. Jetzt hole ich erstmal die Dings raus, das Fleisch raus, tue es auf den Teller. Dann muss ich die Soße ja so abschütten in Sieb und die dicke ich dann noch ein bisschen an. Alles klar, dann schaut mir zu, wie ich es raushole. So, wie ihr gesehen habt, Soße abgekippt und jetzt nehme ich die mit rein auf den Herd und obwohl, das könnt ihr euch mit draußen eigentlich machen. Ah, das mache ich hier draußen. Auf dem Spirit an der Seite, an dem Seitenkocher, da kann ich die auch eindicken. Das mache ich jetzt. Perfekt. Bis gleich. So, wie ihr gesehen habt, ist alles fertig. Ich habe da grüne Nudeln dazu gemacht, so Tagliatelle grüne, sind super lecker. Die Soße ein bisschen angedeckt, habt ihr auch gesehen. Hase gemacht, habt ihr gesehen. Also habt ihr alles gesehen. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich hier so ein Stück Fleisch abkriege. Ohne euch ablegen zu müssen. Perfekt. Zack. So, hier sehen wir es. Ist echt gut geworden. Ich habe natürlich schon ein anderes Stück probiert. Super geworden. Also schön zart, vielleicht ein bisschen trocken. Naja, nee, echt gut. Also würde ich immer wieder machen. Alles andere, genaue Rezept, mache ich unten in die Box rein. Ihr werdet alles mitkriegen, was ihr wollt. Und dann, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, lasst ein Like da. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, alles Mögliche. Bis dann, macht's gut.
Stucky Sound.